Seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignodum zu einem neuen Part Nintendogs und Cats mit dem Zwergenfürst. Das müsste jetzt sogar der vierte Part schon sein. Ich werde das vermutlich jetzt auch immer im Dreiertakt machen. Ihr habt jetzt die letzten Parts gesehen. Immer so drei Parts ohne Begrüßung so ein bisschen in einem Stück so aufgenommen. Aufgeteilt in jeweils 8 Minuten bis 7 Minuten Parts. Ja, so ungefähr wird das jetzt laufen. Und wo ist mein DS-Stift? Ja, müssen wir uns halt meine Finger grapschen. Johnny, guten Morgen, guten Mittag oder wahrscheinlich guten Abend, würde ich sagen. Ich kann nicht sagen, hier ist Morgen gerade. Also, guten Morgen. Da ist da der kleine Fratz. Johnny, mein Zwergpudel. Guck mal, ich kann ihn sogar rufen. Johnny, da kommt er. Ist das nicht süß? So, und was wir im letzten Part mal gesehen haben, was wir auch heute wahrscheinlich mal machen werden, ist ausgehen. Wir können mit ihm Gassi gehen, einkaufen gehen und Wettbewerbe machen. Dann werde ich mal erstmal mit ihm Gassi gehen. Dein Welpe ist sehr hungrig. Du solltest ihm etwas zu essen geben, bevor ihr Gassi geht. Okay. Wird selbstverständlich gemacht. Du hast ein bisschen Trockenfutter. Johnny, komm und friss. Na denn. Wie sieht denn Johnnys Sein aus? Körperbau optimal, Hunger, satt, sehr durstig und sauber. Okay, da müssen wir, also das kann so nicht sein, da müssen wir ihm noch was zu trinken geben. Hier, trink, bevor du uns verdurstest. Das geht so gar nicht. Dehydrierter Hund. Gibt's bei mir nicht. Bei mir gibt es nur heißer Hund. Auch Hotstop genannt. So, jetzt aber ausgehen. Gassi. Willst du mit Johnny Gassi gehen? Yo. Ich will. Oh, das hat der kleine Johnny. Der erste Spaziergang. Lass den Hund auf einer Grasfläche sein Geschäft verrichten. Berühre Kott mit dem Touchpen, um ihn zu entsorgen. Och nö. Muss ich heute mit meinem Finger machen. Die Grasfläche ist dort. Hey, keine Hunde. Quatsch. Keine Vögel jagen, Johnny. Nein, das gehört sich nicht. Ist doch eine Grasfläche, wo, was? Wahrscheinlich eher die hier. Nein, komm, Johnny, dort. Dort ist eine Grasfläche, da kannst du hin. Da, bloß stehen bleiben. Machst du mal dein Geschäft. Nee, noch nicht. Nur im Gras wälzen. Wo vorher ein anderer Hund hingeschissen hat. Hervorragend. Du musst dich sowieso waschen, wenn du. Du musst dich sowieso waschen, wenn du fertig bist. Na los, weiter. Weiter. Es wird spaziert. Oha, wer geht mit wem, Gassi?
Jeder Taubenjahr. Und wer sind diese Mies? Moin Leute. Ich bin hier auch unterwegs. Mit meinem Hund. Gassi. Schenk. Hol's dir. Johnny. Hol's. Nimm es. Och brav, bringst es zu mir. Dankeschön. Ein Lederschlüsselanhänger. Hat ihn hier jemand verloren oder was? Ich bin leider nicht so schnell, Johnny. Lauf mal ruhig ein bisschen langsamer. Grasbüsche, da darfst du dich dann wieder reinlegen. Oder von mir aus auch kotten. Um es wie GEP zu sagen. So. Und was hast du vor? Ins Blumenbeet? Kekse. Ah, nicht nur schnuppern. Johnny schnuppert an dem Blümchen. Och nö. Ein bisschen Blümchen düngen. Halt, warte. Wir müssen das doch aufräumen. Muss man nicht? Na gut, ist da nur ein bisschen hingestrullert. Na, mitten auf der Straße stehen bleiben, das ist nicht so eine gute Idee. Och, Johnny. Nein, das wirst du nicht verbuddeln. Da mitten auf die Straße. Statt einfach in den Grasbüschel. Nein, du wirst die Taube nicht jagen. Nein, du lässt die Taube in Ruhe. Nein, 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 Johnny, nein, Johnny. Ach, böses Hündchen. Jede Taube hier jagen. So, hier glaube ich einmal um die Ecke. Du bist wieder zu Hause. Johnny hat zwar Spaß beim Gassi gehen, sieht aber etwas unzufrieden aus. Ja, jetzt haben wir, oder, was soll denn der Mist? Was habe ich denn gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Dann seid ihr wieder zu Hause. Hattet ihr einen schönen Spaziergang? Ich ja. Was mit ihm ist, weiß ich nicht. Er ist irgendwie ein bisschen unzufrieden. So. Körperbau immer noch optimal, Hunger immer noch satt, Durst immer noch nicht durstig, Fell, Langhaar, normal. Ja, ist jetzt erstmal müde. Und dann muss er erstmal ein bisschen sich hinlegen. Oder auch nicht.